Teil. Die müden Knochen noch einmal aus den Taschen nach oben. Wir klatschen zusammen auf. 1, 2, 3. Ist ja ein Elch drauf. Hey, ist das cool. Prost. Markt geprüft. Genau. Könnt ihr nochmal? Nein. Kann noch mal bitte einer brüllen, Trinkgeld für die Schmiede? Trinkgeld für die Schmiede! Jubel! Sehr gut, danke, danke. War so ganz spontan. Ganz spontan, nachgemacht. Ja, hier sende ich als Ruhpottologe vom Dorstner Mittelaltermarkt. Erste Mal hier. Richtig, ja. Und ihr freut euch, wenn es nochmal starten kann? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein schöner Probelauf so gesehen für die nächsten Jahre. Ja, und seid ihr auch zufrieden heute mit dem bisherigen? Bisher sind gut Besucher da. Ja. Also ich hätte jetzt eigentlich weniger erwartet. Ja. Weil es war etwas chaotisch, hier Werbung zu machen. Das erste Mal ist immer ein bisschen chaotisch. Beim zweiten Mal läuft es besser. Das stimmt. Ja, super. Dann freue ich mich, wenn ihr heute noch ein bisschen mehr Umsätze machen dürft. Wie uns auch. Genau. Und ihr kommt bei mir in den Blog auch rein. Sehr schön. Und ich werde ja noch einen Podcast machen mit dem Schmied. Ja, auf jeden Fall. Dir, ne? Weil der Schmied ist hier unser talentierter Enno. Genau. Der macht aus seinem Schmiedeeisen ein paar Haarspangen. Ich habe gesehen. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, danke dir fürs kleine Interview. Wie heißt du, damit die Leute auch wissen, wer du bist? Willst du jetzt meinen richtigen Namen haben oder den, den ich mir auf den Markt gebe? Mach dir den vom Markt hier jetzt. Finja. Auch. Finja? Ja. Ja, das hört sich gut an. Finja. Danke dir fürs Interview. Gerne. Ciao. Hier sieht man eine mittelalterliche Schlafstätte. Ne? Man hatte nur Pelze benutzt. Das ist richtig schön gemacht, sehr liebevoll hier. Definitiv. Und hier sieht man mal so Utensilien, die man eben früher benutzt hat. Eine Hake. Die so bis heute zum Teil verwendet wird. Was wird das jetzt? Ein Teppich oder? Ich weiß es noch nicht. Es kann auch ein Schal werden. Ah, okay. Ich wollte einfach mal eine andere Wolle ausprobieren. Ja. Weil Teppiche habe ich jetzt schon genügende gemacht, die sehr robust sind halt. Mhm. Und möchte einfach auch mal zeigen, dass man damit auch etwas Feineres machen kann. Mhm. Wollt nochmal Mehl herstellen? Ja, weiß ich nicht. Ja, wunderbar. Ja, dafür bin ich ein bisschen da hier, oder? Danke für die Ausführung. Das kann auch ein Sitzkissen werden. Mal schauen. Ja. Hat man früher auch gehabt, ne? Mit Schafswolle drin. Das ist 100% Schurwolle. Ach, das ist Schurwolle, guck mal. Schön. Wir haben ja nur Leinen oder Schurwolle, ne? Mhm. Habt ihr auch ein Lädchen, wo man das kaufen kann, was ihr so produziert? Da. Ja, da, hier so. Nein, ganz kurz so rüber, nein. Ne? Ich produziere auf Bestellung. Ja. Dass wenn jemand sagt, ich möchte gern in Schuhgröße sowieso ein paar Puschen haben, ja. Jetzt vielleicht auch mit Bündchen, ja. Oder so, dann kann man ganz einfach bei mir anrufen oder sich über Insta melden, über Facebook, mhm. Farbwunsch nennen, mhm. Und dann produziere ich. Und das ist die Karte dazu? Kann man die sehen? Die wird jetzt ganz unscharf. Na. Wie heißt du, dass man dich finden kann? Daniela Große. Daniela Große, ich danke dir für deine Ausführungen. Gerne. Viel Spaß noch. Ich werde das mal bei Facebook kundtun und auf meinem Blog. Und dann werden wir uns noch mal treffen. Ja, bei Facebook bin ich tatsächlich unter... Also
die Wollwerkerin, ganz normal da kann man geschrieben, wie im Deutschen. Ja. Und bei Insta ist es einfach alles klein zusammengeschrieben. Gut. Ich habe die Karte. Ich melde mich bei dir. Hinten der Code, da genau. Kommt man sofort auf die Seiten drauf. Klasse. Danke dir. Nicht vorbei, trinken am Feuer und spielen allerlei Lieder von der schönen Maid. Der Wein, der bringt uns Müdigkeit und dann, Leute, wird es Zeit. Am nächsten Morgen, dann, ihr könnt es verstehen, kann keiner von uns spielen, Leute, geradeaus noch wehen. Am Mittag ist es Ruhe, dann für Liebe und für Kopfgesang. Am Abend geht's wieder ran. Denn wir sind Seitentanz, Tanz, wie die Seiten springen, Seitentanz. Hört, wie die Seiten klingen, Seitentanz. Tanz bis spät in die Nacht, dann ist unser Werk vollbracht. Nicht vorbei, trinken am Feuer und spielen allerlei Lieder von der schönen Maid. Der Wein, der bringt uns Müdigkeit und dann, Leute, wird es Zeit. Am nächsten Morgen, dann, ihr könnt es verstehen, kann keiner von uns spielen, Leute, geradeaus noch gehen. Am Mittag ist es Ruhe, dann für Liebe und für Kopfgesang. Am Abend geht's wieder ran. Denn wir sind Seitentanz, Tanz, wie die Seiten springen, Seitentanz. Hört, wie die Seiten klingen, Seitentanz. Tanz bis spät in die Nacht, dann ist unser Werk vollbracht. Dankeschön.